Wie schon angekündigt, bin ich Rechtsanwalt und in Leipzig bin ich Prozessbeobachter, der auch ein wenig über eine Kollegin etwas einbringen kann dort. Das habe ich auch gemacht. Ich will aber nicht erstmal von diesem Prozess berichten, sondern was mir wichtig ist, ist zu wissen, warum wir hier stehen, weil wir nämlich ein Menschenrecht verteidigen wollen auf ein unbeschwertes Leben. Das vereinigt uns. Wir wollen ein unbeschwertes Leben haben. Das ist das, was wir fordern. Das ist unser neues Grundrecht, ein Grundrecht auf ein unbeschwertes Leben und für die Kinder ein Grundrecht auf eine unbeschwerte Kindheit. Ich war in Leipzig einen Tag, bevor der Prozess dort begann, und habe mit dem einen Beschwerdeführer gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen, ja, was unterscheidet uns eigentlich von der großen Masse, also von vielen, die sich da haben einfangen lassen. Und er hat es auf den Punkt gebracht, das ist einfach Herzensbildung, die wir mitbringen. Und ich will nicht sagen, dass andere kein Herz haben, aber es ist verschüttet gegangen, weil die Antennen, die wir haben als Menschen, sind uns genommen worden. Die Antennen sind gesunder Menschenverstand. Wir dürfen ihn nicht mehr einsetzen. Wir dürfen nicht mehr sagen, in einem Pandemiejahr ist die Inzidenz wesentlich geringer als in einem Impfjahr. Was macht das für einen Sinn, wenn ich impfe und habe dann im Grunde wesentlich höhere Inzidenzzahlen, ganz egal, was ich davon halte, was die Inzidenzzahlen aussagen. Das macht gar keinen Sinn. Ich brauche nur meinen gesunden Menschenverstand. Das reicht völlig aus, um das zu erklären. Wir haben vom 1. August 2020 im Pandemiejahr bis zum 1. Januar 2021 die Anzahl von 6.850 Betten in der Intensivpflege, die hätten betrieben werden können, abgebaut. Das heißt, wir haben fast 7.000 Betten in der Pandemie abgebaut. Und das bedeutet für unseren gesunden Menschenverstand, da gibt es keine Pandemie, die zu einer erheblichen Anzahl von Toten und Schwerkranken führt. Das ist die Aussage, die dahinter steht, wenn 20 Krankenhäuser abgebaut werden und fast 7.000 Betten in der Pandemiezeit. Das ist ganz klar. Da brauchen wir nur unseren gesunden Menschenverstand, gar keine Studie, gar nichts anderes. Das ist die Botschaft, die wir allen sagen können. Und wichtig für uns ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen. Das ist wichtig. Wir müssen, wie die Posaunen von Jericho, sind wir wenig, aber wir sind die Posaunen und wir haben das alles in diese Gesellschaft zu tragen. Das ist unsere Verpflichtung und unsere Aufgabe. In aller Demut haben wir möglichst viele loslaufen zu lassen, viele loslaufen zu lassen in diese Gesellschaft, um das Gewissen zu erreichen, die Intention von denen und das alles, was den Menschen in seiner Gesamtheit ausmacht, müssen wir erreichen und wecken. Sonst werden wir das nicht schaffen. Es ist wichtig, dass wir dabei bleiben, dass wir Teil werden dieser Gesellschaft, die dieses abgedämpfte Bewusstsein wieder zum Leben erweckt. Das ist unsere Aufgabe. So. Unsere Mittel dazu, das zu transportieren, ist oft nicht der Verstand, weil der Verstand wird von vielen dazu eingesetzt, nur uns Widerworte zu geben, alles zu erklären. Die Ärzte, die sich weigern, das weiterzugeben, auch ans Paul-Ehrlich-Institut,
was sie sehen. Das machen die in dem Bewusstsein, sie wollen die Menschen nicht verunsichern. Sie wollen die Impfung nicht kaputt reden, weil die so schützenswert ist. Das ist das Bewusstsein, was dahinter ist. Und das müssen wir auch sehen, was sie antreibt. Die meinen, sie würden, oder viele meinen es, sie würden es im guten Sinne tun. Und das müssen wir aufgreifen und müssen sie trotzdem zu erreichen versuchen, über ihr Herz, über ihr Gewissen und vor allen Dingen über den gesunden Menschenverstand. Wir können es erreichen, das zu leisten, indem wir Bilder schaffen. Es sind ja im Grunde alles Illusionen. Wir haben Märchen in der Hand, die uns das schon symbolisieren. Wir haben das Märchen von dem Kaiser, der keine Kleider hat. Und dieses Märchen wird jetzt gerade vor unseren Augen aufgeführt. Und wir haben das kleine Mädchen zu sein, was sagt, der Kaiser hat gar keine Kleider an. Das ist unsere Botschaft. Das ist das, was wir zu sagen haben. Und es gibt andere Botschaften. Es gibt biblische Botschaften, religiöse Botschaften. Wer das Leben sucht, der wird es verlieren. Was bedeutet das in dieser Zeit? Wer hinter dem Leben hinterherläuft, es unbedingt erhalten will, alles dafür macht, nur für sein Überleben, sein Leben einsetzt, das ist gemeint. Dieser Überlebenskampf. Der wird das wahre Leben nämlich dann verlieren. Das Spiel wird hier auch gespielt, das müssen wir auch sagen. Und das können wir durchaus so verstehen, dass es auch diesen Impuls hat. Wir sind vollkommen. Ob das religiös gewendet ist, weil wir von Gott abstammen oder und von Gott geschaffen sind, oder ob wir das evolutionsbiologisch erklären wollen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Auch als evolutionsbiologisch erklärter Mensch sind wir vollkommen. Wir brauchen uns nicht erklären zu lassen durch einen Test, ob wir gesund sind oder krank. Das wissen wir selber. Wir können uns selbst ermächtigen. Und die große Chance besteht für uns darin zu sagen, nein, ich mache da einfach nicht mit. Wir sind gebeten, unsere Zustimmung zu geben zur Impfung. Ich weiß, Lauterbach hat es eigentlich auch auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, auch eine Pflichtimpfung ist eigentlich freiwillig. Und natürlich wissen wir, dass das zynisch ist. Aber letztendlich ist es auch eine Kraft für uns. Es ist unsere Entscheidung. Und das müssen wir den Menschen da draußen auch sagen. Es ist eure Entscheidung, ob ihr da mitmacht oder es sein lasst. Das ist es. Jetzt bin ich natürlich auch noch als Rechtsanwalt hier. Ja? Und als Rechtsanwalt kann ich sagen, das, was Bhakti in Leipzig vorgetragen hat, als Mediziner, dass es sich nicht um einen Impfstoff handelt, das kann ich auch als Rechtsanwalt sagen, weil im Paragraphen 4 Absatz 4 Arzneimittelgesetz ist es nämlich so, dass ein Impfstoff, wenn er Impfstoff sein soll, mal runterschalten hier, ich glaube, ich bin auch so verständlich. Nein? Naja, gut. Näher ran, noch näher, gut, also gut, dann näher ran. Also der Impfstoff, der ist dort definiert, was ein Impfstoff zu leisten hat. Ein Impfstoff hat zu leisten, einen Schutzstoff zu erzeugen. Das steht da geschrieben, einen Schutzstoff. Und wie ihr alle wisst, wird kein Schutzstoff erzeugt. Es wird ein Schadstoff erzeugt. Und erst im zweiten Schritt soll dann ein Schutzstoff entstehen. Und das steht im Gesetz nicht. So sieht's aus. Es ist kein Impfstoff im Sinne des Gesetzes. Das ist einfach Fakt. Und auch wenn wir ein Genehmigungsverfahren haben
und die Europäische Kommission am 21. Dezember 2020 das genehmigt hat, dann spielt das nur eine Rolle, und das hat der Europäische Gerichtshof entschieden, zwischen dem Impfstoffhersteller und der Europäischen Union. Wir sind immer noch frei und sagen, den Impfstoff, den wollen wir nicht haben. Das ist gar kein Impfstoff. Wir können die nationalen Gerichte anrufen und sagen, das ist kein Impfstoff. Und das werden wir machen in Leipzig. Okay? Das ist unsere Aufgabe. Die Zahlen, es geht eigentlich bei diesem Ganzen, was hier hinten eigentlich gemacht werden sollte, geht es nur um Zahlen. Wir gucken nach bei der einen Kohorte, wie geht's eigentlich der? Und wir gucken bei der anderen Kohorte nach, wie geht's eigentlich der? Und welche Kohorten wir gegenüberstellen müssten, das ist eigentlich ganz simpel. Nämlich die Kohorte der Ungeimpften gegenüber der Kohorte der Geimpften. Und da müssten wir uns vielleicht 100.000 pro Kohorte wünschen oder 1 Million wünschen, links und rechts, und einfach gucken, wie geht's denen eigentlich? Geht's denen gesundheitlich besser mit dem Impfstoff? Oder geht's denen besser, die darauf verzichtet haben? Das ist unsere Forderung. Wir wollen Kohortenstudien haben. Und zwar jetzt sofort. Wir werden überhaupt nicht, das heißt, die Geimpften werden überhaupt nicht systematisch überwacht, in Anführungszeichen. Deren Gesundheit wird nicht überwacht. Überwacht bedeutet einfach nachverfolgt, was passiert eigentlich mit denen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss 2 Kohorten gegenübergestellt. Das ist die eine Kohorte mit dem PCR-Test-Positiv-Ergebnis. Das ist die andere, wie hat das Gericht gesagt, sehr niederschwellige Kohorte, die dort Eingang findet. Niederschwellig, ja, weil das nämlich alles nur Verdachtsfälle sein sollen. Das sind aber nicht Verdachtsfälle, sondern das sind einfach die Tatsachen, den Leuten da draußen geht es schlecht. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Soldaten, und dem ging es halt einfach unheimlich schlecht. Und der hat eben bei seinem Truppenarzt vorgesprochen. Und bei dem Truppenarzt hat er eben kein Gehör gefunden dafür. Und wenn er beim Truppenarzt kein Gehör findet, dann kommt die Zahl da hinten auch nicht an. So sieht's aus. Die Ärzte sind verpflichtet, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt in der Verhandlung. Die sind doch verpflichtet zu melden. Aber wenn ich dafür nicht monetarisiert werde, wenn ich überhaupt kein Euro bekomme, kein Cent dafür, für diese Leistung, und muss mich doch im berufsrechtlichen Verfahren, ich habe eines, ich betreue eines, mich verteidigen vor einem Strafgericht des Berufsgerichts, dass ich von der Impfung abgeraten habe, wenn ich mich dann da noch verteidigen muss, dass ich nicht zur Impfung geraten habe, dann ist doch klar, welche Stimmung auch da draußen herrscht unter den Medizinern. Und das haben wir zu beseitigen. Wir haben den Mut zuzusprechen. Geht einfach raus und sagt, was Sache ist. Da müssen wir Sie auffordern. Im Grunde ist es nämlich so, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es das, den PCR-Test als Fälle registriert und sagt, das sind Infektionen, das widerspricht auch juristisch, was im Gesetz steht. In § 2, Ziffer 2 ist ja gesagt, was Infektionen sind. Das ist ein vermehrungsfähiges Virus, sage ich mal, das im Körper des Menschen sich vermehrt. Und dieser PCR-Test ist so gestrickt, dass der das gar nicht machen kann von der Technik her. Weil das ist wie eine Hühnersuppe. Wenn ich erkläre es mal ganz kurz nur, es ist wie eine Hühnersuppe. Ich habe ein Hühnchen, was aus der Tiefkühltruhe kommt. Ich zerschledder das. Es wird alles denaturiert. Und dann gucke ich nach, was sich da in der Brühe befindet. Derjenige, der im Labor ist, kann überhaupt nicht mehr entscheiden, ob das Hühnchen aus der Tiefkühltruhe kommt oder vom Land
wird persönlich überreicht als lebendes Hühnchen. Das geht gar nicht. Das heißt, dieser PCR-Test ist von vornherein völlig ungeeignet von der Technik her nachzuweisen, ob jemand infektiös ist. Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Der Witz ist nur, wenn ich sehr viele von den Virenteilchen finde, da kann man vielleicht sagen, okay, da kann man auch draus schließen, dass der mal was gehabt haben muss. Aber ob er jetzt was hatte, vorher, nachher, ist einfach nicht möglich. Das ist einfach gelogen und einfach unwahr. Und das muss man auch mal ganz deutlich so sagen. Und man muss auch das mit der Hühnersuppe mal den Leuten erzählen, wie das genau ist. Dass nämlich dann, wenn ich die Hühnersuppe habe, niemand mehr sagen kann, ob das Viech gelebt hat oder tot war. Das Beispiel erreicht auch den gesunden Menschenverstand eines jeden anderen, den ich da draußen anspreche. Weil ihr seid und wir sind alle dazu aufgerufen, unser Wissen möglichst einfach und in der Sprache der Grundschüler zu verbreiten, weil das funktioniert nämlich auch. Ja? Ich hoffe, das ist angekommen. In dem Prozess in Leipzig, ja, da werden ganz viele Gutachten vorgelegt. Wir bemühen uns da, meine Rechtsanwaltskollegen sind unheimlich fleißig, da was zu transportieren. Was mir fehlt, sind die ganz einfachen Erkenntnisse. Die ganz simplen Sachen, weil die erreicht jedes Hirn unmittelbar. Und das ist wichtig, dass wir darauf achten, möglichst einfache Botschaften auszusenden. Ich will da noch mal was sagen. Es ist eben schon angeklungen, das wäre ja mein Part gewesen, mit dem Paragraphen 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz. Das ist ganz wichtig, was da passiert ist. Das ist auch nicht so in die Medien gedrungen, auch nicht in die alternativen Medien. Da steht auch bei Epoch Times, da steht so ein bisschen was darüber, aber die Sprengkraft, die das hat, das ist gar nicht rübergekommen. Man muss sich vorstellen, das Paul-Ehrlich-Institut ist verpflichtet, Daten auszuwerten durch den Gesetzgeber. Und diese Daten werden von den kassenärztlichen Vereinigungen werden die zur Verfügung gestellt. Normalerweise. Wir haben ja den Fall von ProVita, das werdet ihr alle kennen. Und der Vorstand ist abberufen worden, obwohl er eigentlich nur einer gesetzlicher Pflicht nachkommen wollte, nämlich die Daten zu übergeben. Und daran ist er gehindert worden. Und das ist ein Skandal. Und diese Daten sind dazu da, die Impfstoffsicherheit überprüfen zu können. Wenn ich schon keine Kohortenstudien mache, dann muss ich das Minus, also das Weniger, wenigstens einhalten, was der Gesetzgeber selber aufgestellt hat, um das zu überprüfen, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Sonst kann ich kein Signal empfangen, ob ich einen unsicheren Impfstoff verwende oder einen sicheren. Das Signal empfange ich nicht, wenn ich die Daten nicht bekomme. Und dieser Mensch, der hier beim Gericht in Leipzig, beim Bundesverwaltungsgericht aufgetreten ist, hat erklärt, er habe insgesamt 21 Mitarbeiter, 21 Mitarbeiter, die sich darum kümmern sollen, Impfnebenwirkungen zu validieren, also zu überprüfen, sind es Verdachtsfälle oder sind es richtige Fälle. Könnt ihr euch das vorstellen? Es sind 21 Leute, die sich damit beschäftigen. Das sind viel zu wenige. Das ist auch ein Skandal, dass es nur 21 Leute sind. Das ist viel zu wenig. Wenn wir eine richtige Überprüfung haben wollen, dann müssen wir dort für Sorge tragen, dass er dieser arme Arzt, und wisst ihr, was er für einen Beruf hat? Also man könnte ja vorstellen, Epidemiologe oder Virologe, ne? Sowas könnte man sich ja vorstellen als Beruf für denjenigen, der das auszuwerten hat. Der ist Facharzt für Kinderheilkunde. Das ist völlig deplatziert. Und wenn du den Mann siehst, so ganz schlanker, hoher Mensch, wie ängstlich der da ist. Er wurde vom Gericht aufgefordert, näher ans Mikrofon zu gehen, so wie ich eben.
Und man hat ihn kaum verstanden, als Probleme der Statistik aufkamen, das ist sein Job eigentlich, dann hat er gesagt, wirklich wörtlich, ich bin kein Statistiker. Das hat er gesagt. Das müsst ihr euch vorstellen. So Leute werden vor das Bundesverwaltungsgericht gestellt und verheizt dort, die keinerlei Ahnung haben. Es ist unbeschreiblich. Leider ist es ja so, dass diese ganzen Verhandlungen zwar öffentlich sind, aber natürlich nicht im Fernsehen übertragen werden. Wenn dieser Typ öffentlich befragt würde, dann müsste jeder oder sehr viel mehr Leute, dass unser Vertrauen in Leute gesetzt wird, die offen zugeben, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich machen und gar kein Personal haben, um das überhaupt bewältigen zu können und kein Arsch in der Hose, um das zu verändern. Und wir brauchen einfach Leute, die viel mehr Arsch in der Hose haben, um das mal ganz klar zu sagen. Aber ich denke, wenn wir diese Botschaft nach draußen bringen, dass wir im Grunde jetzt bei jedem Familiengericht, bei jedem Arbeitsgericht, bei jedem Verwaltungsgericht sagen können, diese Impfpflicht ist zumindest jetzt ausgesetzt. Ausgesetzt deswegen, weil die Zahlen unstreitig nicht vorgelegt sind. Dann können wir zumindest jetzt die nächsten 4 Wochen dieses Thema aufbringen und sagen, ihr habt keine Daten weitergegeben und die Impfung ist zumindest für diese 4 Wochen auszusetzen. Das muss unsere Forderung sein. In dem Sinne stehen wir auf.